Marc, willkommen in Wolfsburg. Du bist nun schon seit 3 Wochen hier. Wie gefällt es dir bislang hier in Wolfsburg und beim ERC? Sehr gut, wirklich. Wir sind sehr beeindruckt, was das rundherum um das Eishockey und die Stadt angeht. Wir konnten uns schon ein paar Ecken anschauen und die Stadt ein wenig erkunden. So weit, so gut. Wie sieht es mit deiner neuen Mannschaft aus? Welche Eindrücke konntest du bislang gewinnen? Nur positive. Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Das hat mir die Umstellung natürlich erleichtert. Ich denke, wir haben hier eine tolle Gruppe von Spielern und ich freue mich wirklich darauf, weiter mit ihnen zu arbeiten. In den letzten beiden Spielzeiten hast du mit Krefeld gegen den ERC gespielt. Wie hast du die Spiele gegen die Grizzlies miterlebt? Spiele gegen Wolfsburg und gerade hier in der Eisarena waren immer sehr, sehr hart. Dir musste bewusst sein, dass du in jedem Drittel absolut kämpfen musst, um zu bestehen. Nicht umsonst sind die Grizzlies zuletzt 2-mal im Halbfinale gewesen. Das allein zeigt schon, wie stark sie als Mannschaft eigentlich sind. Du selbst hast ebenfalls den Ruf, ein harter Arbeiter zu sein. Wie würdest du dich selbst und deine Spielweise auf dem Eis charakterisieren? Ich versuche immer, eine ehrliche Leistung abzuliefern und überall auf dem Eis hart zu arbeiten. Egal, ob in der Defensive oder in der Offensive. Ich versuche immer, der Mannschaft zu helfen und ein für die Trainer verlässlicher Spieler zu sein. Das ist mein Fokus. Wenn du nicht auf dem Eis stehst, womit verbringst du deine Freizeit am liebsten? Auf jeden Fall versuche ich, so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie zu verbringen. Hin und wieder lese ich auch sehr gerne ein Buch. Wenn ich zu Hause in Kanada bin, gehe ich sehr, sehr gerne angeln und schaue mir auch sehr gerne Baseball an. Das kann ich hier in Deutschland logischerweise nicht so oft machen. Dennoch genieße ich es, wenn ich Zeit dafür habe.